Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Settlements Survival. Unser tolles Senioren, was auch immer, Heim hier oben ist immer noch nicht fertig. Und ich frage mich gerade echt, warum? Was fehlt? Dieses eine Bauteil? Leute, das ist langsam echt irgendwie ein bisschen frustrierend hier. Jetzt ist auch noch der Verwalter hier abgelaufen, ne? Unfall-Todesrate der Bürger. Interessant. Verbrauch von Baumaterialien, das ist mir eigentlich egal. Aber Unfall-Tode-Vermeidung, das klingt immer gut. Das klingt gut. So, hier kann noch einer rein. Da kann noch einer rein. Mal ein paar unwichtige Stellen füllen, ne? Vielleicht bauen wir noch ein zweites Polizeirevier hier irgendwo auf. Ha! Es tut sich was. Das heißt, in der Mitte der Pool oder was soll das sein? Haben die einfach ein Schwimmbad in ihrem Teil da? Das ist ja Knaller. Und es wollen schon wieder 5 Leute ein neues Haus. Warum? Wieso? Kann man hier nicht Katzen oder sowas wieder reinsetzen? Die Textilien kann ich nicht benutzen, weil davon habe ich nicht so viele. Das hier braucht auch noch einen Ticken länger. Hier. Du willst auch Kollegen haben. Was kann man hier machen? Pökelfleisch, gesalzenes Fleisch. Schau mal, Pökelfleisch. Kann ich das herstellen? Godlets. Moment. Nee, ich kann nur gesalzenen Fisch herstellen. Nee, Mensch, stell Koteletts her aus Rindfleisch. Ja, mach einfach mal hier an. Kürbis, der macht Gemüsesalat aus allem. Ja, mach mal weiter. Klingt gut. Hungersnot auf jeden Fall gebannt. So, die hier brauchen noch ein paar Freunde. Sojabohnen haben wir nicht. Dann würde ich sagen, machen wir Mehl, weil Mehl ist immer gut. So, ihr habt auch keinen mehr frei jetzt. Okay, jetzt sind wieder alle verbraucht, alle Arbeiter. Sehr schön. Ist echt wieder noch ein Tier? Nö. Das Feld könnte eigentlich weg, weil es eh nicht funktioniert. Ja, unser Friedhof ist übrigens voll. Mal wieder. Wird also Zeit für einen neuen Friedhof. Und was ist hier passiert? Ach, das sind die ehemaligen Dixhütten, die jetzt gerade alle überlaufen. Nicht schlecht. So, hier ist auch nichts zu tun. Keine Kohle oder was? Okay. Friedhof, ja. Wohin? Hier ist wieder eine Kiste. Treibgutkiste bergen. Rohstoffe. Federn. Wir haben Federn, Leute. Jetzt geht ab. Fluffig, sag ich da nur. Es ist fluffig. So, was haben wir hier? Limit ist erreicht. Oh, weiß ich nicht. Mach das Limit doch mal ein bisschen höher. Die Leute wollen noch arbeiten. 500 Seile. Was machen die eigentlich? Stelle ich irgendwer von den Körbe her? Wie viele Körbe habe ich? 64. Okay, das ist okay. Ist okay, kann man mitarbeiten. So, unsere Seniorenresidenz ist fertig und das ist doch tatsächlich ein Pool. Oder ist das ein Cricketfeld? Ich habe keine Ahnung. 36 Bewohner. Ist auch schon direkt voll. Machen die jetzt eigentlich auch dann die Häuser leer, wenn die da drin sitzen? Im Pflegeheim? Und soll ich direkt noch ein zweites davon bauen? Ich glaube, ich baue direkt den Friedhof direkt daneben. Das ist so. Klingt sinnvoll. So, hier kann auch direkt wieder eine Brücke hin. Spiel. Brücke. So. Ich dachte, ich hätte die Brücke ausgewählt. Let's build a bridge. So. Friedhof. Betriebe. Öffentlichkeit. Friedhof. Der neue Zentralfriedhof. Ost, West, weiß ich nicht wo. Wenn ich den abreiße, ist der halt eh wieder leer. Das ist auch wieder egal. Ah, ist okay. Produktionslimit ist auf. Mach an. Das ist das Produktionslimit. Hau raus, was geht.
Was sagt denn unser Monitor für Ressourcen für hier? Wie heißt denn der Kram? Industrie, Kraftstoff. Ist auf jeden Fall gut dabei. Unsere Eisenerzproduktion ist dafür nicht ganz so on fleek. Wahrscheinlich, weil hier oben nur noch Dings gemacht wird. Kann ich eigentlich hier? Ich glaube, ich lasse die hier unten das mal Eisenerz abbauen. So. Die können gar nicht mehr abbauen. Das ist leer hier. Das ist ja blöd. Dann sind die ja auch hier auch noch Friedhof. Ach so. Gar nicht gesehen. Ja. Wie habe ich denn hiervon eigentlich? Mach doch davon mal irgendwie so 700. Mehr Kaffee, dafür müssen wir dann auch irgendwie noch eine neue Wasserquelle oder sowas bauen, wo wir eh schon gerade dabei sind. Dann können wir auch hier noch eine Wasserquelle. Eine weitere bauen. Jetzt habe ich mich jetzt so kacke platziert, dass man da wieder keine andere nebenstellen kann. Manchmal habe ich es echt drauf, ne? Ist unglaublich. Ne, egal. Dann machen wir hier noch ein weiteres Reservoir hin, dann haben wir wieder mehr Wasser, weil das Wasser geht irgendwie... Es ist stabil, aber könnte besser sein. So, wir haben den technischen Punkt freigeschaltet. Immer noch kein Krankenhaus. Wir können mit dem Handel mal weitermachen. Karawane, Töpferwaren. Bildhauerei, Wasserhandelsposten, leichtes Reisen. Das... Karawane mit mehr Ladegewicht. Das klingt gut. Apropos, darf ich mal wieder eine losschicken oder... Na, da habe ich jetzt noch was zu. Ich darf noch was zuladen. Leute, es geht los. Sandlehm. Was könnte ich dir mal mitgeben, weil ich noch so viel habe? Reisender Händler ist da, das ist schön. Ist übrigens kalt gerade. Das verrät mir das Spiel, indem es mir anzeigt, dass da die Menschen frieren. So, komm, 8 Leute. Bilden. Das ist just in dem Moment einfach einer gestorben. Jetzt ging das nicht. Wo ist denn der Händler hin? Händler! Er ist weg. Leuten ist immer noch kalt. Wieso ist den Leuten denn kalt? Habt ihr keine Kohle? Wieso zur Hölle haben wir keine Schuhe? Mit was stelle ich denn Schuhe her? Verarbeitung. Erstverarbeitung, Zweitverarbeitung, Textilien. Fortgeschrittene Schneiderei. Habe ich gar keine. Doch, 2. Strickwerkstatt, Walkmühle. Also irgendwie blicke ich jetzt gerade nicht ganz durch. Was ist denn jetzt hier? Wieso habe ich denn keine Schuhe? Schuhe, Beruf, Gegenstand, Gesundheit, Material. Zu was zählen denn wohl Schuhe? Wohnen, zu Schuhe, hier sind Wohnen. Strohschuhe. Strickwerkstatt. Ledermanufaktur. Das sind doch Strickwerkstätten hier. Wieso stellt denn ihr da keine Schuhe her? Die Leute wollen Schuhe haben. Leute, Schuhe. Wir brauchen Schuhe. Und Fischernetze brauchen wir auch. Ist uns denn das erreicht? Nee, wir brauchen mehr als 200 Schuhe, liebe Leute. Gib mir mal direkt 500 Schuhe hier. Vogelscheuche, Korb, Fischernetz, Strohseil, ja. Ja. So, Papier brauchen wir übrigens auch. Das sollten die auch mal nicht einstellen, immer zu arbeiten. Das ist ja cool, wenn wir jetzt auch Strom haben. Dann ist den Leuten vielleicht, dann laufen die schneller. Wer weiß.
Wasservorräte sinken. Wobei die Produktion durch das neue Reservoir, sobald da jemand arbeitet, wahrscheinlich höher wird. So, das läuft, das läuft, das läuft. So, haben wir noch irgendwas offen gehabt? Hinten ist unsere Karawane, die am Abhauen ist. Das ist gut. Ja, also ich meine sehr viel mit Produktionslimit. Ja, hier oben. Kohle. Get me some more coal. Mal gucken, dass wir irgendwie schon mal anfangen, wieder irgendwelche Lagerhäuser kapazitätsmäßig aufzustocken, ne? Ziegel immer wieder nicht im Vorrat. Sehr schön. Was macht eigentlich der Friedhof hier oben? Liegt noch keiner. Ist doch keiner gestorben von nebenan hier. Ist auch schon geil, so. Diese riesengroße Residenz direkt hier mit dem Friedhof. Hat auf jeden Fall was. So, verhungernde Bürger und wieder zwei. Ich kann auch sagen, dass dieses mit den Leuten wollen irgendwo wohnen, dass das so ein Fake News ist, weil das irgendwie die ganze Zeit angezeigt wird. Jetzt stelle ich eigentlich auf zwei Feldern Erbsen her. So viele Erbsen. Mach doch mal was anderes. Zum Beispiel Sojabohnen. Bauen wir an, aber wieso kann ich denn dann keinen... Achso, das Trovo-Reset bestimmt noch nicht. Weizen, baue ich Weizen an? Ich baue Weizen und Hafer baue ich... Ja, komm, baue mehr Weizen an hier. Let's go! So, da kann auch noch einer zukommen. Joa, es läppert sich langsam, ne? Vielleicht brauche ich noch eine neue Sandgrube. Salz ist, glaube ich, leicht Überproduktion hier. Ressource, Stein, Floß, Sand. Jetzt kommt nur das alte Spielchen, das passt hier wieder nirgendwo hin. Weil Baum oder so. Da passt eine hin. Das ist gut. Hier nicht. Doch, auch hier. Dann erhöhen wir mal die Sandproduktion, dann können wir nicht auch die restlichen Dinge produktionsmäßig ankurbeln. Und dann haben wir vielleicht da wieder ein bisschen mehr Luft. Ihr baut schön weiter Stein ab, den brauchen wir nämlich auch immer wieder. Ja, ja, Autosave, verpiss dich. Komm, mach mal mehr Seife hier. Und diese komischen kleinen Metalldinger, kann ich hier irgendwas... Irgendwas upgraden, ausgebildete Arbeiter. Das ist schön, machen wir mehr davon. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Sachen hier noch wieder ankurbeln. So, sieht doch gerade gar nicht so schlecht aus. Alles wieder im grünen Bereich hier. Die Geburtenrate. Zufriedenheit ist ein bisschen tief. Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Kliniken, weil hier ist sonst, weiß ich nicht, ist das so, so. Passt da nicht hin. Ich weiß ja gar nicht, ob die Kliniken eigentlich auch... Ich meine, es macht ja eigentlich Sinn, dass theoretisch die Kliniken auch an Orten stehen, wo jetzt, sag ich mal, vielleicht nicht direkt Menschen leben, ne? Aber da, wo sie... Arbeiten brauchen sie ja vielleicht auch mal einen Arzt. Macht ja durchaus Sinn. Meine ich jetzt mal so. Freistellen, aha. Keith. Keith hat eine Vorlesung, das ist schön. Oh lol. Man kann sich einfach eine Bürgerperspektive reinsetzen. Ich will sehen, wo du langläufst. Sie ist in ihrem Haus. La 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 la. Lol, die Ansicht kann ich ja noch gar nicht. Cool. Hat was. So. Die Herrschaften, bitte buddeln Sie nach Sand. Es muchos es posible. So. Ist wieder alles am Produktionslimit angekommen. Den Leuten ist wieder langweilig, sehe ich hier. Ja, müssen wir halt mal gucken. Wie steht es denn hier mit Eisenerz und Industriekraftstoff? Dann zweites Schmelzwerk oder so. Müssen wir mal gucken, wa?
Jetzt mit meinen neuen katholischen Kreiskirchen, Fahr-, Sicherheits-, Menschen-, Arbeitern, Dingern aus. Die Dingsdinger da halt, ne? So. Dock, Handel. Eine Murk, was Menschen, großen, kleinen, fecken Stadt, ein Tornado traf. Ja, ja. Kartoffel. Kann ich die jetzt wenigstens einpflanzen? Schatz, was haben wir denn hier? Beleuchtungsfabrik, Seife. Wie sieht es eigentlich mit der Beleuchtungsfabrik aus? Tut die eigentlich was oder wie ist das da so? Können wir das nicht noch ein bisschen erhöhen auf 500, bitte? Danke. Was sagt das Wasser? Tendenz variabel, okay. Kann ich mitleben. So, Rest ist hier alles mehr oder weniger stabil. Das ist auch gut. Da würde ich es ja fast schon sagen, wir belassen es einfach mal da bei der Folge mal damit und gucken mal, wie sich das dann so demnächst entwickelt. Hier habe ich auch schon der Arzt eingefunden. Sehr schön, hier auch. Ich glaube, da ist wieder irgendwer gestorben. Ist auch wieder irgendwer gestorben. Müssen wir mal gucken, dass immer irgendwer stirbt einfach so und ist dann einfach weg. Schon wieder einen technischen Punkt. Ja, wunderbar. Können wir direkt wieder am Handel reinpunkten. Weiß ich nicht, Tupperwaren. Ich muss, glaube ich, erstmal die Silber vielleicht freischalten. Dann können wir damit mal anfangen, das auch mal zu vertickern. So, hier ist auch die Mine leer. Okay. Was, haben wir da neue Mitbewohner, die annehmen? Okay, ja, komm, alle mal rein hier. Jetzt bräuchte ich bestimmt wieder nur 4 wollen neues Haus? Das glaubt ihr doch selber nicht. So, wir können also hier eigentlich noch direkt wieder weitere Minen noch hinzufügen. Einfach so eine Minenlandschaft hier oben. ...98% Bestand. Cool. Ja, dann können wir den auch mal langsam dann mal sagen. Dann bauen wir Silbererz ab oder so. Die können dann auch mal Eisenerz abbauen. Wir müssen dann eben mal gucken, dass wir die dann hier ein bisschen umstrukturieren wieder. Und dann bei Gegebenheit auch mal weiter ausbauen hier oben. So, da kommen dann auch wieder Lagerhäuser zwischen. Plop, plop, plop. Und plopp. Dann bauen wir das einfach hier oben so doppelt aus. Und dann haben wir halt hier auch genügend Platz, um dann auch die Ressourcen, ja, sinnvoll zu verarbeiten. Denn eine Seuche. Richtig abreißen? Ja, Tuberkulose ist, glaube ich, geheilt. So schnell kann es gehen. 3 Bürger wollen nur ein neues Haus. Nur 3. Wir haben 50 Leute, die arbeiten können. Dafür ist die Zufriedenheit sehr tief. Wie kann ich denn die Zufriedenheit erhöhen? Beziehungsweise das kann ich, glaube ich, beim nächsten Mal machen. So, mal gucken. So, dann mal hier irgendwie... Öffentlichkeit, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, eine Klinik, eine Kapelle oder sowas. Mal schauen, hier noch irgendwo bauen. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Oder bis soweit ist. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, noch einen wunderschönen Tag und tschüss.